Hallo Freunde, hallo Abonnenten, hallo Bastler in nah und fern. Ich begrüße euch mit einem kleinen Tipp. Jeder hat schon mal einen Verdampfer gekauft, der ihm runtergefallen ist. Man hat kein Glas mehr bekommen und man hat am Ende ja seinen Verdampfer weggeschmissen. Aber ich sag immer, wegschmeißen kann man schnell. Ab und zu ist es falsch. Da gibt es dann so kleine Tricks, wo man immer etwas gebrauchen kann. Und ihr seht es, da oben, da liegt etwas. Und um euch das hier mal näher zu zeigen, für was ich das verwende, schalte ich mal um in die andere Perspektive und dann wird der ein oder andere das genauso machen. Und ab auf den Tisch. So, ihr seht hier eine Verschlussklappe einer Trinkflasche. So, das ist das Erste. Das ist das Zweite. Das ist eine Cap. Von einem alten Verdampfer, den ich mal hatte. Und da oben kam dann so ein Drip-Tip drauf und dann konnte man halt dampfen. Ups, jetzt haue ich natürlich hier alles um. So, und die Cap habe ich mal verwahrt, weil ich gesagt habe, schmeiße ich mal nicht weg. Kann ich irgendwann mal gebrauchen. Und dann habe ich die immer genutzt, um als Beispiel, ja, meinen Atomizer darauf zu stellen. In dem Fall jetzt hier eben den Flashy Vapor. Aber an sich so einen kleinen Geistesblitz habe ich bekommen, als ich letztens hier mein Next Era hatte. Jetzt habe ich natürlich, der ist jetzt schon ziemlich leer gedampft. Jetzt hatte ich hier aber kurz vorher noch gefeedet und stellte fest, ja, mein Tankfläschchen war leer. Also habe ich abgedreht und habe den da drauf gestellt. Alles schön und gut. Das Problem war aber, dass, wie gesagt, der Next Era noch ein bisschen Liquid dran war, weil ich zuvor gefeedet habe. Und dann machte der Tropf, 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 Tropf. Dann nahm ich das später weg und hier war natürlich voller Liquid. Ja, und dann durch einen ganz dummen Zufall bin ich auf die Idee gekommen, ja, das kann man doch ganz einfach lösen, indem man den einfach da reindrückt. So, und da jetzt der Vorteil besteht, dass hier noch zwei Gummidichtungen sind, das hat auch noch da richtig schön fest ist, seht ihr? Und jetzt habe ich einmal ein bisschen mehr Gewicht. Ich kann meine Tröpfler, meine ganz stinknormalen Keulverdampfer, egal wie auch immer, einfach da drauf stellen, ohne dass hier unten was versifft ist. Jetzt kann man, wenn man möchte, was ich auch schon mal so ab und zu mache, dass ich einfach sage, ja, wo haben wir jetzt hier meine billige Muschiwatte? Ein Aufschrei geht durch die Gemeinde, ne, indem ich jetzt einfach sage, ja, ich nehme jetzt meine Muschiwatte. So, und tu die hier unten rein.
und stülpte dann da drauf. Ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel gewesen. Heuwehlchen, das war jetzt der sogenannte Vorführeffekt. So, und jetzt gehe ich einfach hin. Ja, schneide ein bisschen ab. So, ist immer noch zu viel. Also, ist ja nicht so, als wenn wir hier keine Schere haben. Ja. Na. So, jetzt müsste das aber reichen. Ja, seht ihr? So kann es gehen. So, jetzt aber. Indem man da einfach Watte reinsteckt. So. Und dann stellt man seinen Atomizer da drauf. Und irgendwann ist die Watte dann vollgezogen, dann wechselt man sie. Oder man lässt die Watte raus. Und dann kippt man regelmäßig die Kappe unten aus. Ganz einfach, simpel, ohne Geld auszugeben, ne, kann man sich da was basteln. Und wie gesagt, wenn euch ein Atomizer runterfällt, schmeißt nicht gleich die Cap weg. Irgendwann kann man sie für irgendetwas gebrauchen. Klasse, oder? Simpel, einfach und kostet nichts. Und hat man einfach im Haushalt. Ja, und weil ich jetzt wieder dampfe? Ja, ganz einfach. Die Wackelbox, die VIP-Box. Ne, up, down, rauf, runter, egal wie auch immer. Ne, das alte Schätzchen, die Zero mit dem Flashy Vapor. Und jetzt ist der Akku halb voll. Und wenn ich den heute dampfe, dann hängt der den ganzen Tag mindestens 12 Stunden wieder am Ladegerät. Aber auch nicht alleine, immer unter Aufsicht. Das heißt, wenn ich hier bin, kommt der Ladestecker rein oder aber, ne, ich ziehe ab, nehme raus und kommt in mein X da rein. Da geht es am schnellsten, wenn ich drin dringend Akkus benötige. Aber meistens habe ich da eine Wand jede Menge Akkus, die immer voll sind, weil ich gehe nie außer Haus mit nur einem Mod und einem Akku oder zwei Akku, je nachdem, wenn da zwei Akkus drin sind, habe ich auch zwei Akkus mit und immer mein Fläschchen Liquid, ne? Dass ich nie ohne außer Haus gehe. Das soll's gewesen sein. Ich hoffe, euch hat mein Tipp gefallen und würde dann sagen, tschüss, bye bye, winke winke und möge der Dampf immer mit euch sein. Eure Diane, die Smoke-Wolke, und tschüssi.